Parkplatz gefahren, habe den Wagen abgestellt, bin ausgestiegen, habe einmal so rüber geguckt und dann habe ich schon einen Wagen kommen sehen und dachte, na, das ist ein gelbes Kennzeichen. Und tatsächlich kam mit gelbem Kennzeichen auch weg. Wolle bleibt dann einfach im Auto sitzen, ich steige raus, quatsch mit denen. Wolle pult sich so lange am Bauchnabel, der guckt gar nicht, wie die aussehen, interessiert ihn gar nicht. Jo, ich gehe mit denen zum Auto, nehme die Taschen raus, schmeiße bei mir in den Kofferraum, steige auf den Beifahrersitz und wir fahren weg. Mit denen brauche ich gar nicht großartig reden, wollen ja auch gar nicht. Die wissen, das ist bezahlt, die geben mir das ab. Die sagen, kurze Inhaltsangabe gibt es. Das und das ist da drin. Okay, also zwei, vier, was weiß ich, drei Sorten, anderthalb davon, zwei davon, so sind dann die Angaben. Ne? Und später dann mit den Kombis halt und das auf Kombi, der und der Kurs. Stimmt, war meistens auch ein kleiner Zettel irgendwo festgemacht, dann an irgendwelchen Paketen zur Sicherheit. Also Preise dran, ne? Auf so einem riesen Parkplatz, scheißegal, gehe ich eben da die geparkte Autoreihe eben entlang mit den zwei großen Taschen. Es sind auch keine Kameras, hätte ich den Tag früh morgens, auf einen Samstagmorgen. Interessiert keine Sau, was ich da mache. Also wirklich also das fand ich immer noch besser wie McDonalds und so ein Scheiß, Burger King und so. Also da sich da immer noch mit anderen Personen noch auseinandersetzen muss. So, es bleibt nicht so klein der Kreis von Leuten. Wenn du dann in eine Gaststätte gehst und so wirst du da gesehen, gehst vielleicht noch aufs Klo, fragst vielleicht noch, bestellst dir irgendwas und so. Und du bist gezwungen dann mit dem Umfeld zu spielen, also so, dass du nicht auffällst in dem, was du tust dann, ne? Ja, deswegen so, das schon getrennt halten, dann später so habe ich dann aus der Kofferraumtasche genommen. Da ist der schon wieder ins Auto eingestiegen, Türen zugemacht. Sie waren immer mit zwei oder mit drei Autos da, ne? Also zwei auf jeden Fall immer. Einer, der vorwegfährt und zwei, die in dem transportierenden Auto sitzen. Da so um die 40, ne? Vielleicht ein bisschen älter, schon der eine oder andere ein bisschen jünger. Wie gesagt, waren zwei, drei Mann meistens. Ja, nö, mit dem war ganz cool. Die wussten, hatten ja auch alle ihre Instruktionen. Die wissen nur, okay, Tasche da und da hinbringen. Der und der Typ kommt darauf hin. Bitte schon, also die wissen dann, okay, der fährt so und so ein Auto und das Kennzeichen. Das wussten die dann ja auch, ne? Er fragt, mit welchem Auto kommst du? Klar, er muss ja einen Kontakt, einen optischen erkennen und wiedererkennen. Dann gesagt, ich habe ihn so und so angezogen, war klar, ich ziehe nächsten Tag das an, die und die Jacke, die und die Hose, feinroter Opel Astra, das und das Kennzeichen. Das, dann war für die klar, okay, das ist mein Kontakt. So, und dann hat man sich mal gesehen, ne? Und nach hatte ich die fast alle mal gesehen dann über die Zeit, ne? Der hat ja einige Kuriere gehabt. War ja nie so, dass die Leute zwei, dreimal hintereinander gekommen sind. So, ne? Mich gefreut wie ein Schneekönig. Da war mir schon klar, okay, das hat geklappt. Jetzt noch mal gucken, wie gut es geklappt hat. Also ich habe ja seine Ware gesehen, seine Sorten gesehen und so. Und sagt er, sowas in dieser Art kriegst du. Das ist nicht schlechter. Das mache ich doch nicht auf da. Das mache ich doch nicht auf. Das stinkt doch wie Hulle. Die Beutel bleiben zu. Die sind schon extra aus Holland gekommen. Jetzt glaube ich auch, dass da gute Ware drin ist. Was soll ich das jetzt noch kontrollieren? Die erledigen gerade nur ihren Auftrag und die wollen am besten ohne große Action jetzt einfach wieder wegfahren. Das kannst du zu Hause kontrollieren. Du weißt doch, wo ein Geh, fahr dann dahin und beschwer dich, wenn es dir nicht passt. So. Ja, das konnte man schon riechen. Ja, den Sack einmal gedrückt. Oh, okay, alles klar, das bleibt auch besser zu. Das konntest du schon riechen, ne? So. Obwohl die schon, also wenn du das gedrückt hast, einmal konntest du das riechen. Ne? Aber wenn das in Ruhe die Taschen stehen, die haben so ein Spray gehabt für den Grenzübertritt. So ein, fühlte sich seifenartig an. Es waren immer so halbe Liter runde Pumpflaschen mit so einem Pistolenkopf oben drauf. Mit so einem Zerstäuber oder Strahl kannst du halt einstellen an den Dingern. Ne? Und dann war so eine Seifenlauge, würde ich mal sagen. Sich das angefühlt. Das ist dann aber leicht angetroffen. Man hat es dann nicht mehr gesehen, aber so, doch gesehen auch. So einen leicht milchigen Schimmer haben dann die großen Ziploc-Tüten gekriegt und so davon.
Und auf den Flaschen waren Aufkleber drauf mit dem Hund, der durchgestrichen ist. Fand ich schon sehr professionell. Und da habe ich mich wohl gut aufgehoben gefühlt, ne? Mit Leuten, die so arbeiten, ne? Habe ich mich gut betreut gefühlt, so als Kunde. So. Es gab auch nie Grund zu meckern. Nie. Egal welchen Sack ich da aufgemacht habe, ich konnte immer in die Hände klatschen. War immer wunderschönes Gras. Richtig fermentiert noch zu der Zeit und nicht nur einfach schnell getrocknet und schön sauber war, kaum Blätter dran. So ganz winzige, die dazwischen die Knospen hängen, die du einfach nicht abschneiden konntest oder zupfen konntest. Richtig gut bearbeitetes Weed, immer. Gab es nie ein enttäuschtes Gesicht, bei egal welchem Sack. Also vom Arbeitstechnischen her waren die einwandfrei. Die waren immer pünktlich auch. Ich glaube, ich musste nicht ein einziges Mal auf die warten. Ja, bei einigen Minuten sogar eher. Das bedeutet, sie fahren immer rechtzeitig genug los. So. Und egal, wen er geschickt hat. Und wie gesagt, das hat ja gewechselt, auch mit den Zulieferern, also mit den Kurieren. Und das hat mir schon gezeigt, er hat ein gewaltiges Netz aufgebaut, das sehr gut funktioniert. Wo jeder auch nur, dass er im Rahmen, dass er unauffällig bleibt, transportiert. Ne? So, dass er nicht fünfmal die Woche über die Grenze fährt. Irgendwann kennst du alle mit Vornamen, die da arbeiten. Ne?